In diesem kleinen Webinar möchte ich Ihnen die Grundfunktionen und auch die Grundeinstellung für die Geländerfüllung etwas näher bringen. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie ganz einfach und ganz schnell die Geländerfüllung einzeichnen können. Ich erkläre Ihnen auch noch etwas zu den verschiedenen Bezügen, die Sie einstellen können und natürlich auch die Einstellmöglichkeiten, die zu machen sind. Finden wir diese Geländerfüllung auch in unserer Stammdatenverwaltung. Der Reiter Treppe wurde um die Geländerfüllung bzw. die Glasfüllung erweitert und hier finden wir schon vier verschiedene vorgefertigte Formen dieser Füllung, wie sie aussehen könnte. Man kann sich natürlich auch neue eigene erstellen und auch hier ablegen. Wir haben hier zum Beispiel einen Abstand zu Handlaufwange und Pfosten. Auch hier sind schon die vorgefertigten Glasklemmen drin. Dann haben wir eingenutet den Handlauf, Tritt, Setzstufe und Pfosten. Eingenutet den Handlauf, Trittstufe, Setzstufe und Pfosten. Allerdings hier mit der Besonderheit, dass diese abgetreppt ist. Und wir haben eingenutet den Handlauf, Wange und Pfosten. Grundsätzlich bei jeder Füllung ist dieser Reiter hier gleich, wie man es natürlich schon kennt. Wir haben hier den Reiter für die Grundeinstellung, also die Stärke, wie am Podest verbunden wird, den Schwungbezug für unten, den Schwungbezug für oben. Wir haben hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, aber hierzu später mehr. Wir können hier zudem noch die verschiedenen Abstände einstellen. Zum Beispiel am Anfang, falls kein Pfosten da ist oder falls ein Pfosten da ist. Negative Werte sind immer Einnutungen, positive Werte sind hier Abstände. Wir können auch Verrundungen anstellen, indem wir auf den Punkt Verrundung klicken. Wir können hier bei Schenkel X und Schenkel Y können wir dann eine Phase erzeugen und falls nur Radius ein Maß angegeben wird, dann wird auch eben nur eine Rundung erzeugt. Wie bei den ganzen Treppenbauteilen im Geländer schon bekannt, wir können die Lage im Geländer bestimmen. Für außen die Achse und innen, das sind unsere Bezugsseiten. Wir können auch den Abstand eingeben. Im Reiter aus haben wir natürlich auch eine Eckverbindung, wie diese ausgeführt werden soll. Die gängigsten Verbindungen, die schon bekannt sind. Wir können die Endtypen angeben, jeweils für das Anfang, für das Ende, für unten und für oben. Hier werden dann diese Glasklemmen eingetragen oder falls man eigene Verbindungsmittel spezielle erzeugt hat, lassen diese sich hier eingeben. Im Reiter Optik, klar, wir haben hier den Texturreiter, wie bei allen Bauteilen im Programm. Die anderen Reiter Nesting, IFC und Materialliste, die sollten bekannt sein. Wir haben auch schon vorgefertigte Konstruktionen für die Treppen hergerichtet, zum Beispiel einmal zu finden unter den Faltwerkstreppen, auch hier links ein Geländer und rechts. Und zwei verschiedene Typen. Einmal eingenutet in Setz- und Trittstufen sowie Handlauf und Pfosten und auch ein seitliches Geländer mit solch seitlichen Glashaltern. Nun werde ich Ihnen aber noch zeigen, wie Sie diese ganz einfach eintragen können. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, eine Füllung einzugeben.
Die erste Variante wäre, wir machen es über den Treppengreifer im Reiter aus, wo wir die ganzen Bauteile hinterlegen können und im Geländer. Der Geländerreiter wurde um einen Punkt erweitert, nämlich die Geländerfüllung. Hier können wir dann unsere vorgefertigten und abgespeicherten Füllungen eintragen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Abstand zu Handlauf, Wange und Pfosten und die Verbindungsmittel der Glasklemmen. Natürlich sollte man dann noch die Staketen herausnehmen. Und so sieht man, man hat schon ganz schnell die erste Füllung erzeugt mit Verbindungsmitteln. Natürlich, falls man eine solche Stelle hat, muss man im Endtyp noch festlegen, wie die Abstände zu beachten sind, damit diese Glashalter bestmöglich gesetzt werden. Diese Verbindungsmittel, diese Glashalter, die werden im Grundriss grün angezeigt und die Füllung bekommt auch hier einen eigenen Reiter. Die nächste Variante wäre natürlich direkt über den Geländergreifer zu gehen und hier dann die Füllung einzutragen. Und die dritte Variante, Füllung natürlich einzugeben, ist, auch hier kann man manuell die Füllung einfügen. Man muss sie nicht über den Greifer definieren. Hierzu werde ich jetzt einfach mal eine eigene Füllung erzeugen mit bestimmten Abständen. Zum Beispiel, wir benutzen diese hier, eingenutet in Handlauf, Wange und Pfosten. Am Antrittspfosten möchten wir eine Nut erzeugen von 15 mm. Am Austrittspfosten ebenfalls. Abstand unten Schwung heißt einfach zu meiner Bezugskante, die hier oben schon definiert wurde, in dem Fall die Wangenoberkante, ist dort die Einnutung. Hier möchte ich aber 2 cm und im Handlauf lassen wir diesen Zentimeter der Einnutung. Wir haben die Möglichkeit, wie beim Gurt, Handlauf oder auf den Geländern einzugeben, auf welche Seite man den Handlauf, die Füllung haben möchte. Ich möchte jetzt allerdings nur auf die rechte Seite eine Füllung haben. Und ich kann jetzt auch angeben, meine Bereiche, wenn ich nur unten anklicke, dann habe ich natürlich nur unten eine Füllung. Wenn ich jetzt die Füllung von komplett unten nach oben erzeuge, dann wird diese hier auch am Pfosten automatisch getrennt und bekommt die eingestellten Einnutungen bzw. die eingestellte Tiefe. Wir können die Füllung auch getrennt eingeben. Das heißt, wir können zum Beispiel einen Gurt angeben und diese
durchtrennen dann die Füllung, dass oberhalb des Gurtes eine zum Beispiel Glasfüllung durchläuft und unterhalb des Gurtes eine Holzfüllung. Dies werde ich jetzt einmal machen und erkläre Ihnen dabei die möglichen Einstellungen in der Füllung. Ich werde den Gurt manuell einfügen. Ich stelle mir natürlich den Gurt an. Wie schon erwähnt, hier machen wir jetzt einfach eine Glasfüllung hin, die zum Beispiel die Glasklemmen bekommt. Und unterhalb des Gurtes kommt eine Füllung, die aus Holz ist und die eingenotet ist. Hierzu suchen wir uns eine Füllung heraus, ändern diese natürlich ab. Ich beginne mit der oberen Füllung. Hier möchte ich Abstände haben zu den jeweiligen Bauteilen und Glasklemmen erzeugen. Ich benötige für den Bezug unten eine Gurtoberkante, da diese natürlich über dem Gurt läuft. Der Bezug oben mit der Handlaufunterkante, den lasse ich so eingestellt. Wir haben hier jetzt noch die Abstände. Diesen lege ich auch bei dem Pfosten fest, auf einen Zentimeter ringsrum. Oben in den Handlauf möchte ich auch keine Not. Deshalb werde ich überall einen Zentimeter Luft ringsum die Füllung haben. Des Weiteren gebe ich mir einfach noch einen Radius an von 2 mm an allen Ecken. Damit die Ecken an der Füllung nicht spitz sind. Im Reiterend holen wir jetzt noch die Glasklemmen. Diese finden wir in dem Reiter Glashalter bei den Endtypen. Wir haben Glashalter Modell 22, zwei Stück jeweils. Einmal für Anfang und Ende und unten und oben. Das ist wichtig zu beachten, damit man unten und oben nicht bei dem Ende für den Anfang nimmt. Die Textur können wir so lassen, da wir hier Holz haben. Glas haben wollen. Und so haben wir schon die erste Füllung erzeugt. Es wurde automatisch rausgesucht, dass dieser Gurt der Bezugsgurt ist. Hätte man jetzt mehrere Gurte, müsste man auswählen, welcher Gurt die Schwungreferenz darstellen soll. Machen wir nun die untere Füllung. Hierzu nehme ich einmal dasselbe Grundstammdatum, nur wähle ich jetzt andere Bezüge aus. Zum Beispiel hier wollen wir jetzt die Unterkante auf der Wangenoberkante haben. Der Bezug oben, der soll nicht bis zum Handlauf laufen, sondern einfach nur bis zum Gurt. Das Bauteil wird ringsum 1 cm eingenotet, deshalb wie schon vorhin erwähnt, immer einen negativen Wert.
Abstand Ende und an Abstand Anfang, beziehungsweise Abstand Ende darf keinen negativen Wert darstellen. Wir müssen natürlich noch die Glashalter entfernen und die Optik auswählen. Hierzu wähle ich einmal eine schöne Eiche. Auch hier wird der Gurt automatisch als Referenz herausgesucht und es werden die Nuten erzeugt. Wir können somit auch fertigen. Nehmen wir jetzt diesen Gurt und die Ansicht und ich sehe auch hier, ich habe meine Nuten eingezeichnet. Auch in der Gesamtabwicklung wird mir diese erzeugt. Ich sehe auch hier die Abstände. Ich kann diese auch mit dem Lagebefehl in der Gesamtabwicklung nach meinem Belieben noch einmal dementsprechend anpassen. Genau. Ich kann Füllungen kann ich auch stanzen. Füllungen lässt sich auch anfügen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses kleine Webinar über die Geländerfüllung gefallen. Sollten Sie einmal mehr Tutorials finden wollen und sich anschauen wollen, können Sie gerne auf unserer Seite schauen www.sema-off.de unter Support in dem Unterreiter Tutorials.